Willkommen bei einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity. Ich bin Enno von Yushano und ich finde, die Assassinen haben es hier auch richtig edel eingerichtet und irgendwie passt mir das nicht so. Ich finde, die Assassinen sollten. Ja, okay, sie haben mal gute, mal schlechte Zeiten, wo es ihnen wirklich gut ging und wo es ihnen dann nicht so gut ging. Wo es eben. Das hier scheinen quasi gerade so die richtig guten Zeiten zu sein. Komme ich hier nicht durch? Oder anders gefragt, wo komme ich überhaupt raus? Ach, da hinten, okay. Karte? Wo ist mein nächstes Ziel? Da drüben, okay. Geht es dir Dann. gut, Bürger? Jo, alles super. Laden. Bitte warten. Bitte warten. Hierher. Wer kam das denn auf einmal? Ach so. Jetzt Koop spielen. Ja, ich würde gerne Koop spielen. Aber dafür bräuchte ich erstmal jemanden, mit dem ich zusammen spielen könnte. So. Hui. Okay. Ah ja, genau. Charakteranpassung. Kann ich gleich mal was machen? Fähigkeiten. Schleichen. So. Doppelattentat. Kann ich mir noch nicht leisten. Schade. Okay. Was ist das hier? Nach Versailles reisen. Ach so, okay. Ja, hätte ich aber, glaube ich, nichts von. Genau, was mache ich gerade überhaupt? Ich gehe jetzt mal Richtung nächste Sequenz. Und guck mal, was ich dabei alles so machen kann. An Massenereignissen. Wo ich die Namen persönlich etwas seltsam finde. So. Muss man schön darauf achten, dass hier niemand ist, der mir blöd kommt. Wie die da zum Beispiel. Ein Dieb? Meins. So. 5 von 5 Massenereignissen. 500 Livre. Ah. Schön, jetzt weiß ich auch, wie die Währung heißt. So. Ah, von Geld habe ich gar nicht so viel. Obwohl doch, doch, eigentlich schon. Geld ist doch recht gut. Huch, wie sah die Frau denn gerade aus? Habt ihr die gesehen, die gerade so mitten, deren Gesicht gerade so mitten im Bild war? Die hat auch gerade irgendwas Verstörendes gesehen, glaube ich. Da muss ich hoch, okay. So. So. Guten Tag. Die Beichte. Unser Plan? Unser Plan? Du bist nicht mehr mein Schüler, Bursche. Studiere deine Umgebung und entscheide selbst. Ich halte dir nicht das Händchen. Ja, aber so Teamarbeit ist doch eigentlich recht praktisch, oder? Wenn man gemeinsame Ideen austeilt. Ziel ist unerreichbar. Aus dem Weg. Weg! Wo zum Teufel ist Duchesneau? Wenn du keinen Schwachpunkt ausmachen kannst, erschaffe einen. Ist die Kathedrale gesichert? Oui, Monsieur. Gut. Sag sie der. Ich warte drinnen auf ihn. Überall Gelegenheit. Du musst sie ergreifen.
Impressum zurück! Diebe! Und wenn alle Stränge reißen? Warum opferst du dich nicht für die Sache? Dein Leben für seins, bis zu alter Ehe. War das der levantinische Weg? Du meinst mit einem Dolch am helllichten Tag, weil ich ohnehin dabei sterben werde? Das wäre eine starke Botschaft. Ich mache es auf meine Art. Tu, was du willst. Assassine. Ja. Dann erledigen wir mal das Glasauge. So. Der Herr da unten hat, soweit ich weiß, den Schlüssel. Wenn ich das richtig verstanden habe. Den soll ich aber auch erstmal nur stehlen. Was? Huch. Ah, okay. Ich glaube, ich schaffe es ganz gut, in der Masse unterzugehen, oder? Stehlen, kann ich stehlen? Ab mit dir, verschwende! Dich in kleine Stücke zu schlagen ist leichter, als bis 10 zu zählen. Wie in den Guten ist das für mich auch? Au! Oh! Zieh auf die Beine, halte ihn auf! Ah, die Wache hilft mir sogar. Ah! Seht ihr? Die Wache hat sogar erledigt. Oh nein, warum jetzt ich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Mann, nur weil mich so ein radikaler Typ angegriffen hat. Hallo? So. Okay. Jetzt habe ich einen. Den Notre-Dame-Schlüssel erhalten. Hm? Rang Lehrling? War ich das nicht schon vorher? Oder was? Wieso? Egal. Notre-Dame, genau, so hieß das Teil. Ah. So. Guten Tag. Ich habe hier diesen Schlüssel. Und? Merci. Que Dieu vous bénisse. Ja, natürlich. Gerne doch. Dafür darf ich doch bestimmt wieder mit rein, oder? Vielen Dank. Ich hätte bestimmt auch anders vorgehen können, aber... Diese Vorgehensweise scheint mir recht praktisch. So. Verzeihen Sie. Ich gehe mal eben vorbei. Mal kurz gucken, ob hier... Ah, da ist wer. Wenn der Orgelspieler bemerkt, dass jemand geschlagen worden ist, wäre das nicht sehr praktisch. So. Könnte ja vielleicht ja SOS orgeln oder so. Komme ich darüber? Nee, ich glaube nicht. Ups, nein, 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 nein. Einfach fallen lassen. So. So. Da unten ist er. Ist da irgendjemand?
Nö, niemand. Gar niemand. So, wo ist mein Ziel? Da ist mein Ziel. Hä? Warum? Warum? Da ist das Ziel, was ich eliminieren muss. Ich drücke auf den Knopf, den er mir für Eliminieren anbietet, aber er greift jemanden neben dem Ziel an. Super, jetzt habe ich den Schlüssel immerhin schon erhalten. Hallo? Nein, das sei da. Das sei da. Danke. So. Vielleicht hätte ich lieber schießen sollen. Vielleicht hätte das eher funktioniert. So. So. Guten Tag, der Herr. So. Dann machen wir mal das hier auf. Schon wieder und versuchen es nochmal. Ja, ja, Portemonnaie und so, ne? Balkon. Okay. Dann versuche ich es mal diesmal. Das Problem ist, wird mir angezeigt, ich habe nicht darauf geachtet, ob mir angezeigt wurde, auf wen ich das Attentat machen würde. So. Leg du dich mal schlafen. So. So. Der sollte sich jetzt einfach nur nicht umdrehen. Okay. Die sind dann rot umrandet, wie mir scheint. Okay. Hallo? Geh mal bitte auf Seil. Danke. So. Ne, genau. Er bietet es aber nicht an. Ach so. Nicht gut. Nein. Ah, war auch cool. Jetzt habe ich mir quasi einen weiteren Fluchtweg geschaffen. Da geht er jetzt lang. Hallo, fallen lassen bitte. Danke. Schade. Kurz gucken, ob hier noch irgendwo ein Wächter in der Nähe ist. Nein. Ist das ein Gegner oder wer ist das? Oder jemand, der einfach nur hier ist. So, jetzt aber. Ja. Wartet hier. Es darf uns niemand stören.
wer? Monsieur Latouche. Ich möchte den König der Bettler sehen. Dann folgt mir. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich den in die Finger bekomme. Also, was ist so wichtig, dass ihr meintet, mich von meiner Tochter... Alles gut, Monsieur. Zu viel von des Königs Champagner. Siebert, kommt weg da! Ja. Verzeihen Sie mir. So, komme ich hier raus? Ich kann nicht, verdammt. Okay. Ach, jetzt bin ich ein fortgeschrittener Lehrling. Auch nett. Okay. Das ist der, den habe ich doch bereits aufgemacht. Sehr gut. Okay. Nein, auf Seil möchte ich schon. Danke. Okay, aus dem Gebiet fliehen. Dabei keinen Alarm auslösen. Geschafft. Belohnung. 1 von 1. Irgendwas und 3 von 3. Von dem anderen da. Ach nö. Das ist eine Serverbereinigung. Abstergo sucht nach dir. Und sie sind nah dran. Verdammt. Kannst du eine Serverbrücke öffnen? Hey, ich bin's. Bin schon dabei. Ein paar Sekunden. Novize, wir öffnen eine Serverbrücke. Finde das Portal und gehe hindurch, bevor du gefunden wirst. Ich hab's. Los. Siehst du es? Ist schwer zu übersehen. Wenn du von Server zu Server springst, solltest du ein paar Stunden Zeit gewinnen. Wenn nicht, sind wir erledigt. Naja, wir nicht. Aber dein Novize wird es voll abkriegen. Deacon, das hilft uns nicht. Na danke. Ich möchte doch einfach nur ein Spiel im geschichtlichen Kontext von der französischen Revolution haben. Und irgendwie, ich möchte nicht unbedingt irgendwas mehr von der Gegenwart mit drin haben. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Aber na gut, ich akzeptiere es. Ich wollte eigentlich einen schönen, netten Folgenabschluss machen damit. Da ist es. Los! Achso, ich muss erstmal hier hoch. Hallo? Danke. Erstes Blut. Ich muss das mal bei Uplay mal ausstellen, dass das jedes Mal, wenn ich hier einen Erfolg freischalte, dass es dann jedes Mal ein Bildschirmfoto machen muss. Das ist mir eigentlich herzlich egal. Jetzt speichert er irgendwo immer diese ganzen Screenshots und irgendwie habe ich da überhaupt nichts von, weil teilweise die meisten Screenshots werden dann zu Zeitpunkten gemacht, wo es nicht irgendwie cool aussieht oder so. Du bist jetzt außerhalb der Hauptsimulation. Das hält dir Abstergo eine Weile vom Hals. Aber du wirst auf jede Menge unvollständigen und beschädigten Programmcode stoßen. Warum? Warum macht man das? Das ist irgendwie so störend. So, Doppelattentat. Yep. Okay, dann kann ich mir das aber auch gleich holen. Umgebungsuntertauchen. Okay. Ist das hier immer noch? Ja, das ist immer noch Frankreich. Das erklärt vermutlich, warum die Leute hier nicht wirklich hier sind. Mann, das nervt. Das späte 19. Jahrhundert. Nun, dieses Paris würde ich mir gerne ansehen. Vielleicht nächstes Mal. Fürs Erste musst du das Ausgangsportal finden. Aber ich sehe keinen Weg hindurch. Vielleicht gibt es einen unterirdischen Weg. Die Belle Epoque sieht sauberer aus als das Paris während der Revolution, findest du nicht? Und weniger Enthauptungen gibt es auch.
Ach, was sind so schlimme Enthauptungen? Nein, diese Straßen scheinen nirgendwo hinzuführen. Es muss einen Weg unter der Erde geben. Achso, Metroausgang. Metro ist ja. Ich glaube nicht, dass sie dich sehen. Die U-Bahn von Paris. Wenn Dickens schlechten Code geschrieben hat, scheiße. Das ganze Gebiet wird instabil. Komm zurück, du musst unter die Erde. Jetzt. Tempo. Ja, aber wo ist das? Da. Ich war ja tatsächlich schon mal in der Metro von Paris. Ist aber lange her. So. Da geht es schon mal nicht weiter. Hier kann ich auch nicht interagieren. Ach, hier. Hallo? Irgendwie zerstört ist das Feeling des Spiels, finde ich. Diese Zeitsprünge. Na gut. Ja klar, warum nicht? So. Hallo? Geht's da nicht hoch? Wundert mich. Irgendwo geht's einfach hier weiter oder nö, ist zu. Da geht's weiter. Ja. Also ich werde sowieso Folgenende machen, sobald ich hier durch bin. Also wer auch irgendwie so ein bisschen genervt ist von diesem Teil, der irgendwie total unpassend ist, meiner Ansicht nach. Ja, aber der Rest des Spiels ist ja geil, deswegen nehme ich es nicht so übel. Ja, der kann eigentlich auch schon mal wegschalten. Schaltet weg, das wird auch keiner mehr sehen. Hier, diese hässliche U-Bahn. Ja, komm, schaltet weg. Obwohl, kannst du noch mal eben kurz einen Daumen hoch da lassen oder ein bisschen noch mal kommentieren, wie du das Video so fandest, ne? Also das ist so. Oder mal einen Blick auf die Playlist werfen, falls es das erste Video ist, was du. Warte mal. Ah ja, genau. So ging das. So. Kommt mir sehr logisch vor. Ich glaube, Arno ist in seinem Leben sehr oft vor einer U-Bahn geflohen. Aber ich habe hier bereits weggeschaltet, oder? Ja. Brave Leute. Ah, da habe ich es auch endlich. Da bist du ja. Du hast den Ausgang gefunden. Gut. Es ist ein Wirbel aus instabiler Energie. Wir können nicht sagen, ob und wie er die Simulation stören wird. Yay, die Freiheitsstatue ist gerade am gebaut werden. Und ja, die Freiheitsstatue wurde in Frankreich gebaut und war ein Geschenk an die Amerikaner, weil ihre amerikanische Revolution und die Franzosen quasi zu ihrer Revolution ein wenig inspiriert hat. So, geschichtlicher Kontext. Yay. Sieht aus, als müsstest du auf die Freiheitsstatue. Sie muss aus einer anderen Epoche durchgesickert sein. Die eigentliche wurde doch längst in die Staaten geschickt. Ja, aber sie war mal in Paris. So. Da muss ich gar nicht lang, ich muss hier lang. So.
kann, damit es sich nicht schließt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja gut.